Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, ich berichtige mich jetzt immer, lasse mal ein bisschen Mucke laufen und dann könnt ihr... Oh, das ist aber laut. Ah ne, das ist genau so, wie ich es eigentlich haben wollte. Ja, endlich mal ein Dreier, endlich mal wieder ein Dreier hier im Clankrieg auf ein Rathaus 15er, der auch ganz nett ausgebaut ist. Was mir ja auch eher sehr selten gelingt und immer laut, komischerweise jedes Mal. Vergesse ich das so ein bisschen leiser zu machen für mich. Und hätte ich gar nicht gedacht, es hätten mir mehr Prozente schon gereicht, aber der Stern hier war auch nicht ganz unwichtig, war jetzt ganz zum Schluss eben noch zum CK, denn ich habe natürlich ein bisschen was vor, wenn euch übrigens das Video hier unter mir, ich zeige das mal so, triggert. Das ist der neue Queen Skin, das wisst ihr, der mittelalterliche Skin hier von der Queen, und jetzt geht mir der Warden fast flöten. Jetzt geht er mir flöten. Okay, jetzt geht er mir doch flöten. Oh, ich habe gerade so ein bisschen überlegt, ob der Inferno da zu lange gebraucht hat. Aber ist nicht so schlimm. Ich finde, mit den Titanen hier, wenn du einen Wardenwalk machst, hast du natürlich noch ein bisschen bessere Karten, wenn du den Warden noch hier im Zentrum dann behältst, Richtung Rathaus. Allerdings haben die auch, die E-Titanen, so viele Trefferpunkte, dass es nicht ganz so schlimm ist, wenn da noch der Gift zusätzlich hochgeht und die sowieso dann im Wut da rausflitzen. Sie sind jetzt zwar noch nicht draußen, aber ich habe noch eine E-Titanin, ich habe noch den Eisgolem in der Mitte und die Queen. Ja, die haben alle viele Trefferpunkte. Ihr seht, da geht auch nicht so viel down. Und ja, da habe ich dann gedacht, ey, meine Hawks hier in der Clanburg, ja, die reißen auch noch so ein bisschen was. Ja, das könnte ein Dreier werden. Und das wurde ein Dreier. Ganz anders in der Legende im Moment, Leute. Ich weiß, dass es unheimlich zäh wird, aber ich habe euch ja gesagt, ich habe Pläne. Und ja, wo geht eigentlich mein Plan hin in der Legende? Ich glaube, wir gehen so Richtung, na, vielleicht 4-5. Ist schon ziemlich schwer für mich, muss ich sagen, denn es ist unheimlich zäh hier jeden Tag. Besser zu sein als die Defensive, selbst wenn ich alle Angriffe eigentlich mache, ihr seht das hier, selbst wenn ich alle Angriffe mache, gestern war noch ein guter Tag mit plus 45, habe aber eine Attacke nicht bekommen und davor der Tag war aber dann so mit minus 2 schon wieder nicht so dolle. Heute sieht es eigentlich ganz gut aus, relativ ausgeglichen noch, ich habe noch 5 Angriffe, 2 davon wollte ich eigentlich mit euch machen. Und aber es ist wirklich ein sehr, sehr zähes Ringen hier. Und ich glaube, ab 5-5 wird es dann nochmal so ein bisschen, nochmal ein bisschen zäher, würde ich sagen. Also du musst schon ziemlich gut sein in der Legende, um hier überhaupt so über diese Schwelle zu kommen. 5-5, 5-6. So genau kann ich das noch nicht abschätzen, weil ich noch nicht so lange dabei bin. Aber wir haben eine volle Armee. Ich würde sagen, wir gehen rinne. Und ja, 8 Stunden bekomme ich erst den nächsten Bonus. Okay. Ja, ich versuche eigentlich immer nur meine 2 Sterne hier irgendwie zu halten, weil diese Rathäuser hier am Rand, die machen es mir immer so ein bisschen schwer nur. Nicht viel schwer, aber ein bisschen schwer. Vor allen Dingen meine Truppen hier richtig reinrennen zu lassen, Richtung Rathaus. Und ich bin nie so ein guter Angreifer, dass ich jetzt von hier kommen würde, über das dunkle Lager Richtung Adler. So ein toller Angreifer bin ich leider nicht. Warum auch immer, da haben andere mit ihren Accounts viel, viel mehr Trefferpunkte. Habe ich immer so das Gefühl, ne? Die haben immer viel, viel mehr Trefferpunkte. So, den können wir machen. Hier auch. Oh, da haben wir ein Patrolltest. Lies hier. Okay. Was aber nicht so schlimm ist. Ich denke mal, die bekommen wir noch so halbwegs weg. Naja, halbwegs. Okay. Dann muss der Warden das hier reißen. Nehmen wir schon mal einen hier rein. Die kommen auch nicht immer an, aber das sieht noch ganz gut aus. Und wir lassen, wenn ich jetzt eine hier außen loslasse, warte mal, wenn ich jetzt eine hier außen loslasse, nur eine, dann folgt der Warden noch nicht, ne? Okay, dann folgt der Warden noch nicht, dann kann ich ja hier mit den hier reingehen, hier rein, und dann gucken wir mal, Mauerbrecher, na, der geht nach da, okay, ist aber nicht so schlimm. Wir könnten noch ganz gut gefunnelt haben, gucken wir mal. Es geht so. Es geht so. Queen geht ihren eigenen Weg. Okay. Die Queen geht ihren eigenen Weg dort. Und wir haben einen großen, großen Hund dort. Ich
Ich muss mal gerade ziehen hier. Ich muss mal gerade ziehen. Dass das Rathaus da noch fällt. Jawohl, fällt. Sehr schön. Nicht schlecht. Dann sind die hier nochmal alle in der Mitte. Ich versuche mal noch die Heiler noch mit in den Wut reinzubekommen. Das gelingt mir auch noch ganz gut. Okay, hier außen läuft die Meute rum. Da haben wir noch einen Troll-Tesla. Und wo kann ich den mit? Ja, ich lasse den mal da mitziehen. Also so sieht es eigentlich im Moment bei mir aus. Wenn ich dann über 70% komme oder sogar über 80%, dann ist das für mich ja schon ein sehr, sehr toller Erfolg. Und meine Nase. Meine Husten machen sich auch bemerkbar, aber 69, ja schade, nicht ganz die 70% gepackt. Aber dennoch glaube ich, sternemäßig ist das noch ganz gut. Bin ich heute noch ganz gut dabei. Ich sehe es ja eigentlich immer erst am nächsten Morgen, wie gut ich dabei bin, wenn ich nicht schon alle Defenses kassiert habe. Aber 22 ist für mich gut, ist noch nicht mein höchstes Ergebnis hier. Ich war schon mal etwas höher. Ich war schon mal auf 5,450, aber da sind wir bald wieder. Und deswegen glaube ich, können wir hier nochmal anfordern. Ja, ich will auch nicht beide Angriffe hintereinander machen, weil da bin ich immer sehr, sehr unkonzentriert. Also wenn ich beide Angriffe hintereinander hier wegballer, dann werde ich immer so ein bisschen unkonzentriert, klicke womöglich in mein Dorf rein und nehme hier Minen und Sammler mit. Möchte ich nämlich nicht, weil ich möchte ganz gern, dass die Perks hier noch ein bisschen laufen, also die Vorteile zum Monatsende. Der Monat endet in 17 Tagen. Und aber die Saison hier in der Legende endet schon in 10 Tagen. Das heißt also, immer am letzten Dienstag des Monats ist ja die Legendenliga vorbei, also die Legendenliga Season. Und da würde ich mich ganz gerne irgendwie bei 5,5 ganz gerne wiederfinden. Ich bin jetzt auch schon nicht mehr so ganz weit weg hier. Ich habe gesehen gestern der Max, der immer bei mir im Stream ist, oder ab und zu mal der Herr Max, ist schon unter den ersten 50 hier gewesen. Und ich bin immerhin schon etwas besser als letzte Season hier. Also ich bin nicht mehr 193, 70, 1000er oder weiß der Geier, sondern wir sind hier schon immerhin bei Local 2556 und global sind wir natürlich noch ein bisschen weiter weg. Aber auch nicht ganz so weit, wie glaube ich, wie letzte Saison. Aber ihr seht sie, diese Zahl hier, 5 oder 54, 27 gibt es dann sehr, sehr häufig. Und bei 200 und unter die Top 200 hier weltweit zu kommen, brauchen wir 5, 8. Und hier brauchen wir 5, 6 ungefähr. Okay, aber da ist die Spanne auch sehr, sehr eng. Ne? Also zwischen, ihr müsst mal sehen, zwischen Platz 200 und Platz 2500 stecken eigentlich nur, ja, ich will mal sagen, so 120, 150, 170 Pokale. So viel ist das jetzt nicht, aber man muss schon ein ziemlich guter Angreifer sein oder halt eine gute Defense fahren. Ich warte noch eben so ein bisschen ab, bis hier die Truppen ein bisschen durchgebaut haben. Ich will jetzt nicht zwei Angriffe direkt hintereinander machen, das ist nicht so mein Ding, weil dann ich bin dann immer sehr, sehr unkonzentriert. Deswegen mache ich trotzdem kurzen Cut. Den merkt ihr so gut wie fast gar nicht, außer dass vielleicht gleich das Licht anders ist. Aber nee, ich habe noch mal ein bisschen was verändert hier. Meine Webcam noch mal so ein bisschen in die Höhe gepackt Richtung Uhu, damit ich unten, ja, ihr habt es ja gesehen, ich mache immer kein Video zu den speziellen Sachen, also weder zur Challenge noch zum Skin, weil es sich für uns kleine Kreatoren nicht wirklich lohnt, dort etwas zu machen. Ihr wisst, warum die anderen, die so ein bisschen weiter sind, die haben heute schon Lösungen für die Herausforderung. Die kann ich euch leider noch nicht bieten, aber wir machen die Herausforderung natürlich am Wochenende in den Livestreams. Also da mache ich oder da spiele ich die mit euch, falls ihr sie dann noch nicht geschafft habt. Und deswegen kommt heute Morgen zwar ein Video mit der Queen unten drin, so wie sie denn aussieht und auch im Thumbnail, aber mehr geht dann halt nicht, weil ich meine, ich kann euch gerne immer was zeigen, aber das ist dann auch nur eine leere Base und dann seht ihr die Challenge, aber mehr auch nicht wirklich. Ne? Kurzer Cut. So, fünfmal tief Luft geholt. Gehen wir rein. Dann sind wir mal ein vor oder zwei vor. Und, oh, da kann ich mir das Rathaus eigentlich ganz piano holen. Ja, ich gehe auch mit dieser Armee. Ich weiß, der Adler ist hier ganz, ganz hinten, der schießt die ganze Zeit. Aber ich finde, bei den E-Titanen
ist das nicht ganz so schlimm, wenn der Adler so lange schießt, weil die dann doch schon extreme Trefferpunkte haben, je nachdem, wo der Adler gerade seinen Fokus hin hat. Und deswegen glaube ich, können wir hier ruhig so ringehen. Nee, ich will nicht meine Helden da machen. Da. So wollte ich das tun. 1, 2. Oder muss ich doch schon boosten, wa? Ey, muss ich doch schon boosten. Oh. Oh, shit. Oh, shit. Okay, jetzt müssen wir es retten. Jetzt müssen wir das schon retten hier. Alles klar. Kriegen wir es gerettet? Oder ja oder nein oder vielleicht? Wir kriegen es nicht gerettet. Okay. Na, ist nicht so schlimm. Dann hauen wir da so rein hier. Schwierig werden natürlich jetzt die 50% hier. Das ist gar keine Frage. Ja, okay, man kann sich auch mal verschätzen, Leute. Ne? Man kann sich hier auch mal so ein bisschen verschätzen. Wir friesen mal dort. Niemand nimmt den Sprung. Die nehmen lieber da die Mauer. Okay, aber ich habe ja noch meine Hoggies. Allerdings wird es jetzt schon extrem schwierig, hier noch so einen zweiten Stern wegzukitzeln hier. Okay, da kommen die Hogs. Und die gehen nach da. Da müssen wir hier auf jeden Fall friesen. Ja, okay, Leute. So wird das natürlich nichts mit den 50% hier und meiner Legende. Ne? Ja, habt ihr recht. Habt ihr absolut recht. Der war wirklich unnötig, der Angriff, so will ich es mal sagen. Der war unnötig schlecht. Lasse ich den jetzt in der Aufnahme drin oder mache ich den gleich nochmal? Schlechte Angriffe soll man auch zeigen. Schlechte Angriffe soll man auch zeigen. Wir wollen ja transparent bleiben. Deswegen lasse ich mir immer gerne Zeit, bis die nächste Armee fertig ist, damit ich ein bisschen ausgeruhter bin. Ja, aber immerhin 9 Pokale. Vielleicht kriege ich ja noch eine Nullnummer, weiß man ja nicht. Okay. Ja, plus 36. Ich bin jetzt allerdings 2 hinter, beziehungsweise meine Devs sind 2 hinter. Und ich habe jetzt noch 3 Angriffe heute Abend. Die schaffe ich auf jeden Fall noch, aber der plus 9er hier, der. Oh, da rollen sich mir schon wieder so ein bisschen die Augen. Naja, okay. Was willst du machen? So ist das Spiel nun mal hier. Und ich habe aber immerhin Ziele, was ja nicht schlecht ist. 1, 2, 3, 1, ja, Mauerbrich, ja, ist immer so ein Thema hier, ne? Mauerbrich ist immer so ein Thema. Naja, egal. Wenn euch die Folge trotzdem ganz gut gefallen hat, also ihr wisst jetzt, wo so ein bisschen meine Reise hingeht, in 10 Tagen möchte ich ganz gerne so die 5500 haben, wenn ich vielleicht sogar ein bisschen mehr, aber es ist halt hier immer so ein bisschen Plus, ein bisschen Minus und auch nicht immer ganz so einfach. Ich muss einfach täglich so ein bisschen am Ball bleiben hier, dass ich hier nicht den Anschluss verliere und natürlich ja viel besser angreifen, aber trotzdem bin ich mir nicht zu schade, euch auch mal einen Einsterner hier mit reinzuballern, live. So ist das Leben. Wenn euch die Folge ganz gut gefallen hat, dann macht's nicht wie der Barbar und lasst mir einen Daumen nach oben da und einen Abo-Knopf da drücken. Also nicht so wie er das macht, sondern ihr müsst das schon mit der Maus machen oder mit dem Finger. Er macht das ja hier nur so ein bisschen virtuell. Und dann sehen wir uns in weiteren Videos wieder oder halt in den Livestreams, wenn ihr wollt, am Wochenende. twitch.tv/totoclash steht aber auch immer in der Beschreibung. Und dann sehen wir uns. Bis dahin, danke und schönes Wochenende wünsche ich euch. Euer Toto Clash.